Ja, das ist doch einer der bekanntesten Spots an der alten Festung. Das ist der Spot, wenn es ums Aalangeln geht, aber eben auch ein super Spot fürs Angeln auf Schleie. Und was im Moment hier auch geht, sind wohl auch Giebel und Karauschen. Schöne Dinger gehen hier rein. Also raus hier mit den Ködern und gucken, was hier so geht. Ich hatte gerade eine Nachricht gekriegt vom Fabulous und der meinte, allen, guck mal hier, auf Honigteig lüppt es hier. Giebel, Karauschen und Schleien. Und ich habe gedacht, ach komm, teste doch einfach mal, was hier geht an diesem Spot. Denn Giebel und Schleien und Karauschen kann man doch immer ganz gut gebrauchen, gerade wenn man relativ frisch an der alten Festung ist, vielleicht noch nicht ganz so weit ist, dann ran an den Spot und diesen Spot hier auf jeden Fall merken, denn das ist, wie gerade schon gesagt, einer der wichtigsten Spots auch hier an der alten Festung. Hier geht immer mal was und das Schöne ist, wenn man hier schon mal steht und dann steht man hier auch vielleicht ein bisschen länger, bis in die Nacht hinein. Dann wechselt man in der Nacht schön auf dem Tauwurm und mit ein bisschen Glück ballert hier auch noch der Aal rein. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Oder eben ein paar Quappen oder sowas. Also die sind auch mal da. So, jetzt ist natürlich für mich die Frage, also ich habe jetzt hier gerade einfach mal wild probiert und ich habe das Setup noch nicht mal richtig zusammengebaut. Ich glaube, ich habe hier ein viel zu großes Setup, aber die ersten Brocken gehen schon rein. Und ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal gleich ein passendes Setup hier zusammen für diesen Spot. Mit welchen, ja, mit passenden Haken, mit welcher Schnurstärke man hier am besten reingeht. Ich nehme mal hier ein Setup einmal raus. Und dann gehen wir hier mal ein bisschen basic rein. Also Schnur und so weiter ist ja wurscht. Wir fangen mal an hier mit dem Vorfach. Also, egal wie groß und schwer die Rute und die Rolle und die Hauptschnur ist, wichtig ist ja, dass das Vorfach die richtige Stärke hat. Und wenn wir hier bei Giebel und Karauschen unterwegs sind und da gehen auch noch die Schleien rein, dann würde ich bei der Schleie so ungefähr, naja, um auf Nummer sicher zu gehen, wäre vielleicht sowas wie 9 Kilo ganz interessant. Also damit ist man immer noch richtig gut unterwegs. 7 Kilo ist auch noch ganz gut. Und wenn du jetzt hier stehst, vielleicht mit dem Feederset Start, also mit so ungefähr 4-5 Kilo vielleicht herum, dann hast du natürlich mit manchen Fischen schon richtig Spaß und einen mächtigen Drill. Aber auch nochmal eine höhere Chance, ein paar dickere Brocken zu fangen, weil du ja hier feiner reingehst. Also mit viel weniger Scheuchwirkung. Und deswegen machen wir das auch einfach mal hier. Also 5,4 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Also meine gesamte Rolle hat jetzt hier 5,4 Kilo Tragkraft. Egal, ob hier oben 25 Kilo steht oder 24,5. Alles wurscht. Einserhaken nehmen wir hier drauf. Einserhaken. Klassisch kann man eben auch hier, ich sag mal, so eine Form nehmen. Das geht ja auch immer hier ganz gut. Aber, oder hier, man kann auch mal mit einem Viererhaken reingehen, das kann man auch testen. Oder mit einem Sechser. Also, das wäre eine Möglichkeit, erstmal standardmäßig einen Einserhaken und dann Honigteig. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen ein Problem. Honigteig im Low-Level-Bereich ist ein bisschen schwierig, hat man wahrscheinlich noch nicht zur Hand. Also, entweder woher besorgen, kaufen für viel zu viel Gold oder einfach warten, bis man das herstellen kann und später verwenden. Andere Möglichkeit, andere Köder testen. Also, wir machen mal einmal dieses Setup hier. Erstmal die Bremse schön locker. 5,4 Kilo Bremse. Ich habe jetzt keinen Schnurclip. Wollen wir einen Schnurclip? Komm, wir machen einen Schnurclip. Ihr wollt doch auch den Schnurclip, dann machen wir einen Schnurclip. So, 6, 7 Meter. Zack, zack, passt das? Ja, sieht super aus. 7 Meter Schnurclip. Siehst du, jetzt hast du einen Schnurclip. So, nächstes Setup. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Genau das gleiche Spielchen. Blei, im Idealfall braunes Blei, weil Bleifarbe hat eine mögliche Scheuchwirkung. Wir haben an dem Spot schlammigen Untergrund, also Lehmfarben, schlammige Farben.
dann passt das hier schon. Dann gehen wir hier rein vom Vorfach wieder auf 5,4, wie gerade auch schon. Einser Haken nehme ich jetzt weg und jetzt gehen wir hier auf andere Köder. Und zwar gehen wir hier mal auf einen Sechser Haken, denn einen Klassiker, da nehmen wir mal den, einen Klassiker auch für Schleie ist die Made. Und die geht, wenn man hier über das I mal drüber hovert, eben maximal bis zu einem Sechser Haken, die Made. Also drauf mit der Made. Zack. Warte. 7 Meter Clip auswerfen. Und dann haben wir das. Bremse runter, nicht vergessen. So. Und dann gucken wir mal, was hier gleich abgeht. Und drittes Setup. So. Für Giebel und Karauschen. Auch hier natürlich nochmal umändern auf 5,4 Kilo. Wir nehmen vielleicht mal erst nur einen Viererhaken. Nehmen wir mal sowas Mittleres. So. Tauwurm wäre eine Option. Ist aber schon ein bisschen gefährlich. Da können auch dann die Amure mal reingehen. Aber auch für die Nacht natürlich schon durchaus eine Möglichkeit, wenn man auf Aal dann aus ist. Mistwurm. Einfach auch als Generalköder mal verwenden, denn auch da kann nachts ein Aal draufballern auf den Mistwurm. Ansonsten eben auch hier die verschiedenen Teige. Und wenn man ja an der alten Festung ist, dann sollte man ja mindestens auch den Knoblauchteig schon mal freigespielt haben. Ansonsten, wenn man das noch gar nicht kann, keine Futtermische kann, keine Teige kann, zurück zum Windenbach, zurück zum Moskitosee. Erstmal die Hausaufgaben machen, erstmal die Basics machen, erstmal ein bisschen skillen, ein bisschen Silber machen, ein bisschen leveln. Denn ab der alten Festung muss man auch mal ein bisschen zeigen, dass man einer ist. Also Futtermische herstellen und Köder ein bisschen geskillt haben. Alles wird natürlich auch erklärt in der Tutorial-Serie 2023. Wenn du die noch nicht gesehen hast, reingucken. Ist noch aktuell. Bringt dich 500% weiter im Game. Also, Teige testen. Teige. Quarkteig ab ungefähr Level 16 machbar, weil vorher kannst du den Quark nicht kaufen. Süßteig geht relativ easy. Knoblauchteig, Perlengroppenbrei ist ganz am Anfang. Also hier auf jeden Fall die ganzen Teige testen. Ja, und wie gesagt, wenn Teige noch nicht möglich sind, dann eben hier auch sowas wie einen Mistwurm. Auch nochmal eine Option. Und dann aber, wie gesagt, im Idealfall, ne, wenn du hier schon alles kannst und herstellen kannst, einfach den Honigteig verwenden. Honigteig, so, ich werfe mal locker aus, hier wieder auf 7 Meter. Honigteig hat das Ergebnis bisher gebracht, sieht richtig gut aus, kann man machen, nehme ich doch gerne mit. Also hier in der Nacht vorher noch ein bisschen probiert oder die Abendstunden sozusagen noch. Da waren ein paar Quappen dabei, allerdings auch auf viel zu großem Setup. Einfach mal ratzfatz hier die Tauwürmer rausgeworfen und die ersten Quappen sind reingegangen. Und dann ab den Morgenstunden geht es auf einmal los, eben auch mit Giebel und Karauschen in sehr guten Größen auch. Klar, immer mal wieder auch ein bisschen was Unmaßiges dabei, ist aber auch gar nicht schlimm. Denn auch die sind immer mal wieder als Kaffeeauftrag hier an der alten Festung drin. Schleien sind dann auch wieder mit dabei, auch richtig gut. Auch die natürlich immer als Kaffeeauftrag mit drin. Und so schmeckt das Ganze dann auch hier schon. Und so kann man dann eben auch hier reingehen und probieren. Na, das wollen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt haben wir hier gerade auch noch so ein bisschen Wetterwechsel. Gucken wir also mal, wie das jetzt mit der Köderkombi ausgeht. Also grundsätzlich als Spot natürlich als erstes hier mit dem Honigteig rein. Und jetzt haben wir es gleich schon 18 Uhr. Ich würde sagen, so spätestens zwischen 20 und 21 Uhr mal der Wechsel auf Tauwurm. Und dann probieren, ob hier nicht auch noch der Aal reingeht. Und zwar am idealsten oder im besten Fall, wenn das Wetter hier an einem Tag... Oh, perfekt, richtig, richtig kalt. Also im Idealfall würde ich sagen, unter 15 Grad ist, aber das ist ja hier eine ganz krasse Woche. Das ist ja super, super kalt. Das ist allerdings super, super warm. Also wenn man so bei 16, 17 Grad ist, dann ist das so fast normal. 15 Grad ist schon ziemlich kühl für die alte Festung. Da kann man schon sagen, ja, kann man mal ran auf dem Aal.
Und was hier los ist, das ist eine super kalte Woche. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob da nicht irgendwas geht mit dem Aal. Und dann natürlich immer verkaufen. Guck da, zack, Schleie ist schon da. Nach Gewicht sortieren, wir nehmen die kleinste natürlich. Zack, dann haben wir hier von den unmaßigen kleinen Giebeln 1, 2, 3 haben wir auch noch mit drin. Zack, verkauft. Nächster Auftrag, Karauschen habe ich noch nicht genug. Die kommen gleich mit der Zeit. Guck mal hier, Rotaugen kommen auch gleich bestimmt. Und Barsch, naja gut, Barsch, die fängt man dann hier unten in dem Bereich. Hier gehen die Barsche am besten auf Jig oder auf Tauwurm. Und da war doch noch eine Quappe. Jawohl, die verkaufen wir auch noch schnell. Jawolski, schmeckt. Also, so sieht das doch schon mal richtig gut aus. Da schon die paar Kohlen gemacht. Hier nochmal 60 Tacken obendrauf. Und das jetzt hier, na gut, mittlerweile fast, ja, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Passt aber. Also 60, 80, 90, 100 in einer halben Stunde kann man noch machen an so einem schönen Standardspot. Na, das muss ich dann doch nochmal dranhängen. Das ist ja der Hammer. Nächste Nacht, alles schön auf Tauwurm ausgelegt. Bisschen größer reingegangen, Einserhaken, Tauwurm, 7,4er Vorfachsmaterial und ja, 1, 2, 3 Schleien-Trophies. Also gar nicht so schlecht hier. Auch auf dem Tauwurm ballern die Brocken hier rein. Also ran hier, testen, 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 Köder testen und dann ordentlich was rausziehen. Petriolimits, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder bei im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Bis dahin.